Hey Luki, was kochen wir heute? Ein brauner Fisch. Ein brauner Fisch? Und deswegen hast du schon die normalen Bretter hergekriegt, gell? Damit ja. Der Fisch da Platz hat. Ja, weil der ist ja, weil wir haben halt so einen Regenbogenfisch und der ist extra heute für die Mutter, weil heute ist ja Muttertag für die Mama gemacht. Und deswegen haben wir einen großen Regenbogenfisch gemacht. Also machen wir. Das ist ein halber der Wahl. Das ist ja brutal. Okay, also der Luki weiß natürlich schon Bescheid. Als allererstes müssen wir mal den Fisch richtig abtupfen, gell? Damit der gescheit trocken ist. Jetzt habt ihr ihn vorher ein bisschen gewaschen. Und würzen tut ihn jeder wieder gut. Also wir werden heute ein paar frische Kräuter rein tun. Thymian, Rosmarin, ein paar Zitronenscheiberl und natürlich ordentlich mit Salz würzen. Gell? Und ein Tipp von mir, tut es mit Salz nicht sparen, weil der Fisch, der packt das schon. Genau, so die Gewürze haben wir frisch aus dem, oder die Kräuter haben wir frisch aus dem Garten geholt. Ja. Genau, perfekt getrocknet. Ja, dann müssen wir jetzt die Fische noch ein bisschen vorbereiten. Und zwar das, was beim Anbraten gerne ein wenig verbrennt, das sind meistens diese Flossen. Ja, die zwicken wir einfach da schnell runter. Am besten mit einer Küchenschere. Oder wenn einer ein gescheites Messer hat, kann er natürlich das auch mit dem Messer machen, aber das geht schon am besten mit der Schau. Hinten die Schwanzflosse schneiden wir ausnahmsweise runter, weil ich es schon ausprobiert habe, dass der relativ groß ist, damit der da auch Platz hat bei uns. Und auch die Rückenflosse, gell? Einfach runter damit. So, jetzt. Und das macht es bei allen anderen Fischen auch so. Genau, dann tun wir jetzt die Fische mal würzen, als allererstes einmal von innen. Okay. Da brauchen wir nicht sparen, richtig gescheit Salz rein. Okay. Einmal links, dann einmal rechts. Ja, der hat schon was rein. Bei den Kleinen auch. So, wunderbar. Gut, dann tun wir die Fische außen noch schnell ein bisschen ansalzen. Ja. So, wunderbar. Und jetzt tut der Ludwig da ein bisschen drüber mehlen. Genau, so ein bisschen drüber stucken. Genau. Also es muss jetzt nicht eine riesen Schicht sein mit 5 cm, aber was zu viel ist, der mal runterbeiteln. Genau, nimmst den großen auch noch mit. Okay, jetzt vielleicht ein bisschen mehr rauf. Ja, genau, ganz gefühlvoll, gell? Wunderbar, fertig. Und jetzt darf man den Fisch einfach umdrehen. Genau, nimmst du nochmal, du hast noch ein bisschen abbeideln. Genau, den Schwanz ein wenig aufheben. Ein bisschen abbeideln, genau. Und auf die andere Seite, perfekt. Und das machen wir bei alle drei Fisch. Legen einfach um, das passt schon. Okay, den häuft man zusammen. So, schwuppsi wups. Wunderbar. So, dann machen wir jetzt dann den nächsten. Okay, halt mal zuerst, ein bisschen salzen wieder. Oh. Aber vergessen. Ja, ein bisschen salzen, gell? Fisch mag ein Salz. Das ist ein Salzfisch. So, ein bisschen Mehl drauf. Gell? Ah, nicht so dick, nicht so dick. Es ist ja fast gar nichts mehr. Ja, genau. So. Wunderbar. Und jetzt lassen wir den da schnell eine halbe Minute. Dann können wir jetzt unsere ganzen Kräuter innen reinstopfen. In der Zwischenzeit heizen wir uns die große ovale Pfanne auf und dann braten wir den Fisch einfach raus. So, die Fische haben jetzt fertig meliert, schauen super aus. Dann können wir uns noch den Arbeitsplatz ein bisschen sauber machen. Also, ihr seht, da ist jetzt überall, haben jetzt die Zitronen drin und die Kräuter. Und dann heizen wir schnell die Pfanne auf. So, dann heizen wir auf bis zum Bratenfeld. Okay, unsere Pfanne ist heiß. Machen wir uns den Deckel auf. Das ist natürlich bei dem ovalen Bretter recht praktisch, weil das kannst hinten einhängen. Dann brauchen wir ein bisschen Öl. In unserem Fall haben wir jetzt ein wenig Sonnenblumenöl. Ja, da dürft ihr schon ein bisschen was rein tun. Und danach kommt der Fisch einfach in das Öl rein. So, wunderbar. Die anderen zwei Fische halt auch noch mit dazu. Da hat schon ein bisschen Platz.
Der Luki hat jetzt da, vielleicht sieht man das, die Fischbäuche mit so einem Zahnstocher zugemacht. Und einen Strom drehen wir gleich oben auf ungefähr 3. Da brauchen wir nicht ganz so viel Hitze. Und jetzt brauchen wir uns den Fisch auf jeder Seite ein bisschen an. Ich darf früh den Deckel offen lassen, weil dann wird der außen schön knusprig. Und in 1, 2, 3 Minuten, da drehen wir halt dann ein bisschen unten rein kontrollieren, dann drehen wir noch. So, jetzt schauen wir mal, ob der schon schön braun ist. Ja, der schaut super aus, oder? Ja. Ich würde sagen, das passt, das drehen wir um. Okay. Dann werden wir uns den einfach den ersten einmal raus und den zweiten auch. Schaut ja schon gut aus, auch wunderbar. Nur schöner wie der erste. Und der große? Und der ganz der große. Oh, der schaut auch schon super aus. Gut, dann drehen wir den einfach um. Hurruck. Oh. Okay. Und der schaut ja brutal aus. Also wenn das nicht grimmig ist. So, jetzt ist das ganze Öl aufgesaugt, da tun wir lieber noch einen ganz kleinen Schubs rein, gell? Weil das ist ja praktisch wie wenn du den Schnitzel rausbrotzt. So, dann die zweite Seite von dem Fischerl wieder schön rausbrannt. Genau, und wenn man sieht, wir haben jetzt schon ein paar Kräuter umeinander gesteckt, eine, und ich war so schlau und hab da unten Kupfer, eine da und da bei dem da. Ah, der Luki hat praktisch den Mund mit Gewürze vollgesteckt. Gell? Ja. Super. Ha, aber das ist doch ein Hammer. Also wie das ausschaut. Und das geht natürlich perfekt mit so einem schönen großen ovalen Bretter. Gell? Und ja, also wer so einen Bretter noch nicht hat, der muss anrufen. Gell? Weil ja, da gibt es momentan eine ganz interessante Kiste. Die Seite bleibt die ganze Zeit auf 3. Gell? Das ist wichtig, damit das unten nicht zu heiß wird. Und mein, je nachdem, wenn du jetzt nur so kleine Fische hast zu verrollen, die haben ja innerhalb von ein paar Minuten durch. Aber so eine große Lachsforelle, die braucht natürlich ein bisschen länger. Das heißt, wenn die zweite Seite schon schön anbrannt ist, dann fährt es einfach den Deckel drauf und das macht es dann wie bei den Schnitzel. Gell? Oben den Kamin aufmachen, damit die Feuchtigkeit rauskommt, damit der nicht zu feucht wieder wird. Ist dann aus. Wenn man dann seinen Fisch fix und fertig ausgebrannt hat. Okay. Und macht es einmal für eure Familie oder für einen besonderen Tag, zum Beispiel für einen Muttertag. Okay. Haben alle Leute begeistert. Also, ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen. Und was sagst du, Luki? Ja, super. Viel Spaß beim Nachkochen.